Ja, da bin ich wieder. Hallo. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen was vorbereitet, aber diesmal geht es nicht um meine Modelleisenbahn. Ich war vorhin mit meiner Frau mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und zwar haben wir uns da was Schickes angeguckt. Was seht ihr jetzt? So, um irgendwo hinzuwollen, muss man ja auch irgendwo hinfahren oder mit Rad fahren. Das hier der U-Bahnhof Kaulsdorf Nord. Eine schöne Brückenpfeiler-Malerei. Ja, wir müssen jetzt Kaulsdorf Nord einsteigen, weil zwischen Kaulsdorf Nord und Hönow ja Pendelverkehr ist im 15-Minuten-Takt. Das ist jeder Pendelzug nach Hönow. Wir warten ja auf unsere Lok, nicht auf unsere U-Bahn. Ja, auch in Berlin fährt die U-Bahn oben. So, da kommt unsere U-Bahn Richtung Hauptbahnhof. Hier fahren wir nur bis Tierpark. Das ist hier meine Babybahn hier. Also, wer sich das hat einfallen lassen. Da heute da die Fußtritte und die Blenden mussten extra angeschweißt werden, damit dieser Zug auf der Linie 5 fahren kann. So, wir haben jetzt Einfahrt in den Bahnhof Tierpark. Meine Frau meckert über andere, die die Rolltreppe hochlaufen und mit Beispiel voran. Ja, sollen wir gucken. So, wir warten jetzt auf die Linie M17, die uns dahin bringen will. Oder soll, wo wir hinwollen. Da hinten rechts ist der Eingang zum Berliner Tierpark, Eingang Bier und Schaufenster. Der Berliner Tierpark ist der beste, besser als wieder Zoo. So viel größer. So, da kommt unsere Straßenbahn.
Ja, wo soll ich gleich hinkommen? Pfeil. Das ist der Bahnhof Johannisthal. Früher war halt mal der Betriebsbahnhof in Berlin-Schöneberg. Ja, das ist hier ein S-Bahn-Zug der älteren Generation. Wir warten jetzt auf unsere Bahn, die uns da in Richtung Landsberger Allee bringt. Gemacht werden, weil diese Innenbaureihe da jetzt noch fährt, irgendwie eine Fehlentscheidung war. Na, guckt jetzt unsere S-Bahn, die uns dann so langsam aber sicher auch nach Hause bringen wird. Macht doch mal noch ein paar Bilder von innen. Fahren wir jetzt am S-Bahn-Betriebshof Schöneweide vorbei. So, Einfahrtbahnhof Ostkreuz. Ne, halt, das ist Ausfahrtbahnhof Treptower Park. Jetzt kommt was. Was da soll ich euch eigentlich die Oberbaumbrücke zeigen, da hinten ist er. Die ja nach der Wende erst wieder komplett saniert wurde, sodass die U-Bahn wieder überfahren kann. Das glaube ich die U-Bahn-Linie 1 und 3. Hier ist dann der Abzweig Richtung City West, also auch schon Hauptbahnhof vor der Straße Spandau. Wir fahren jetzt Bahnhof Ostkreuz ein. Ich weiß ja nicht, wie man da so einen riesen Tempel hinstellen konnte. Eigentlich ist das Ding nur für die S-Bahn gedacht. Der Fernbahnsteig, der da ist, für die Regionalbahn, der ist separat daneben.
Ja, hängt euch mal den Tempel an. So, Landsberger hier angekommen und was erwartet uns? Das. Erstmal schön die Ampel gesperrt, so lassen wir denn diese Straßenbahn verpassen. Das sind dann schon die modernen Straßenbahnzüge. Das war meine Frau, die am Eck hat. Ein Velotaxi. So, und so viel zu den überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn wir haben es jetzt Sonntag. Aber auf Sonntag ist das Ding nie so leer. Jo, sehr interessant gewesen da. Gut, man hätte auch mit der Dampflok mitfahren können, aber da standen sie an und tut man ja an. Drinnen war ja auch, wie ihr gesehen habt, der. Jetzt kommt mein Mittag. Danke. Ja. Ja, drinnen war ja auch so Modellbahnbörse gewesen. Aber na, es war immer wie immer viel, viel H0 und N. TT war auch da gewesen, aber in der Regel alles nur mein Handy. In der Regel eigentlich nur von Berliner TT-Bahn noch. Und zu Preisen, Leute, muss ich euch sagen, ja, da kann ich mir was Neues kaufen. Gut, das war dann für heute gewesen. Bis später, euer Peter. Achso, ja, im nächsten Video zeige ich euch dann mal, was ich jetzt neu gekriegt habe. Aber es wird dann wohl erst wieder nächsten Sonntag sein. Gut, ciao.